Hey Leute, ich bin's wieder, euer Lootboy und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Und hast du Silvester gut überstanden? Also ich habe die ganze Nacht gezockt. Was anderes konnte man dieses Jahr auch nicht wirklich machen. Oder gibt es Gamer, die sagen, den ganzen Abend zocken? Also nee, ich gehe lieber auf eine Party und mach das krasseste Feuerwerk. Ich habe hier heute für euch die Top 10 Dinge, die Gamer niemals sagen würden. Viel Spaß! Den Controller gegen den Fernseher werfen, also da war ich noch wirklich nie kurz davor. Hey, das kann nicht schon wieder sein. Hey! Alter! Okay, Mama, komm ruhig rein, wenn ich gerade streame. Das finde ich überhaupt nicht peinlich. What are you doing in here? Blaine, why do you always check on me like this? I'm streaming too, so doesn't matter. Shit, fuck. Can you go? Internetprobleme liebe ich. Wenn der Service reibungslos funktionieren würde, für den ich zahle, dann wäre das doch irgendwie langweilig. What? Das Essen im Ofen vergessen, weil ich gerade zocke? Also das ist mir noch nie passiert. I'm gonna make some food. My f***ing taquitos! Oh. NPCs sind einfach immer so realistisch und nachvollziehbar programmiert. Unglaublich. Oh, sounds good. Yeah, thanks. You'll get a good cleaning today. Also, ich finde das gerade super entspannt, dass du dein Mikrofon quasi in den Mund nimmst. Ich höre dir super gerne beim Atmen zu. You've never played with a kid on Fortnite. Nee, also Cyberpunk 2077 läuft bei mir auf der PS4 ohne Bugs und Glitches. Nö, 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 nö. Okay, and I found my favorite glitch of the game so far. Eine PS5 zu Release, klar, die hat doch jeder bekommen, oder? Ja, Leute, ich hoffe, die 10 Dinge, die Gamer niemals sagen würden, haben euch gefallen. Lasst super gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, welche Sprüche ich vergessen habe. Bis dann, macht's gut, auf Wiedersehen, euer Lootboy. Tschüss!